Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier, da ist gleich gar nichts mehr drin, doch hier ist noch ein bisschen was drin, haben wir ja ein bisschen was hier produziert, damit wir, ja, in die Welt von Applied Energistics einsteigen können. Und ich habe währenddessen hier, da ist gar nichts mehr drin, ich glaube, ich habe den ganzen Sand jetzt verbraten. Ja, ich habe den ganzen Sand verbraten. Damit wir Kabel und alles Mögliche jetzt dann dementsprechend mal erschaffen können, habe ich das jetzt all hergerichtet, beziehungsweise ich habe einfach ein bisschen die Zeit laufen lassen. Deswegen haben wir auch wieder Energie Flux Block. Wir brauchen aber eine Energie. Ja, theoretisch. Und dafür müssen wir natürlich wieder die Dinger hier craften. Und die können wir noch craften. Ich weiß nicht mehr, wie die ging. Das Item won't despawn. Wie waren das? Wie können die zum Wachsen? Irgendwie müssen diese Seeds wachsen. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig wie. Ein Enrichment Chamber. Die kriegt ein Basic Control Set aus Osmium Ingot. Metallic Infuser oder halt so ein Zeugs wieder hier. Ja. Wie geht es im E-Drive? Dafür brauchen wir wieder die Dinge hier. Dafür brauchen wir einen Inscriber. Inscriber kann ich rein theoretisch machen. Und der Inscriber ist hier. Also ich keine Slime Balls mehr ab. So, mal bitte. Dann wandeln wir ein paar hier um. Und dann geht das wieder. So, und dann wechseln wir wieder zurück zu Applied. Und bauen dieses Ding hier. Zack. Und dann brauche ich, wie war das jetzt, wenn ich so eine blöde... Da brauche ich einen Chiselhead Cast. Und so ein Chiselhead... Ja, nee, das ist mir schon klar. Wir machen diese Head, die Casts nochmal. Also Energie hat er aber, glaube ich. Was hast denn du nochmal im Angebot eigentlich? Parrot Seeds, Ocelot Seeds, Mushroom Peaks, Rabbit Seeds, Potato Seeds, Carrot Seeds, Adelie Penguin. Wow. Irgendwas, was mir das bringt? Nee, eigentlich nicht. So, wie schaut es mit unseren Energievorräten aus? Ja, ganz in Ordnung. Die haben wir ja jetzt. Was wäre denn im Grunde die hier zu machen? Kabel? Ach, dafür muss ich natürlich erstmal das Ding aufmachen. Kabel grundsätzlich. Sollte kein Problem sein, weil da haben wir ja jetzt vorgesorgt. Müssen wir wahrscheinlich wieder kurz mal machen, aber ansonsten wäre das ja. Also. Davon habe ich doch viel mehr. Passt. Gut, jetzt haben wir die Kabelinis rein theoretisch. Applied Energistics. Special Python, den kenne ich gar nicht, lustigerweise. Quantum Link Chamber, Quantum Rig. ME Security Terminal, nee, Wireless Access Point.
Ich weiß nicht, ob ich halt was übersehe. Das ist mein Problem. Eine ME-Chest. Ich muss irgendwie diesen blöden Inscriber machen. Dafür brauche ich Tinker's Construct. Okay, jetzt, dann müssen wir halt in Tinker's Construct als erstes rein. Tinker's Construct. Hat doch die Tische. Wie gehen denn die hier? Warte mal, hier war Stencil. Hot Builder. Dafür muss ich sowas jetzt mal craften. V-Flagezeug ist gleich gar nicht doof. Dann machen wir diesen Stencil mal hier. Dann machen wir noch den Part Builder. Und stellen die Sachen jetzt erstmal hier hin. So, wenn ich jetzt, was war das, ein Axtkopf? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich brauche diese Stencil. Diese komischen Teile brauche ich jetzt, wo sind die? Blank Pattern. Da. Exit Pattern. War das denn jetzt so? Jetzt muss ich echt nicht mehr nachgucken, weil ich weiß es echt nicht mehr, was in die Applied. Ich hab sie davon auch gesehen. Ich wollte mir eigentlich einen Schritt sparen, aber jetzt bin ich langsamer hier. Es gibt ja den einen. Nee, es gibt ja noch einen Inscriber Calculation Press. Und den Engineering Press. Chisel Head Chest. Also Chisel Head. Der schaut mir noch ein Chisel Head aus. So, okay. Und wenn ich den jetzt rein theoretisch mit Kupfer befülle? Geht nicht. Dafür muss ich einen Bucket Cast aus Molten. Das ist aus Gold gemacht. Konnte ich nicht Cobblestone auch irgendwie? Ich glaube, da war was. Kann man nicht Cobblestone auch? Nee. Gott, was war, wie ging das nochmal? Ich hab's vergessen. Bestimmt finde ich es einfach hier. Wahrscheinlich gucken. Warum gibt's von Tinkers ich brauch Construct. Bitte, Dankeschön. Jetzt hat sich das anfasst. Also es gibt die zwei Formenfarben und dafür brauche ich doch wahrscheinlich ein Metall. Und das ist das Molten Copper, Molten Kobalt, Global. Ach, come on, Leute, das ist doch, kann doch jetzt nicht. Oh, ist das uncool. Gibt es nicht ein Tinker's Construct Buch? War da nicht irgendwas mal? Gucken wir nach Book. Was es da alles gibt. Es muss doch sicher so ein Tinker's Book geben. 20 Book. Es gibt ein Link Book. Traverse Log. Alter, was gibt's denn hier alles? Nee. Alles nicht das, was ich will. Dann schauen wir mal unser Achievement-Ding wieder dran hier.
Gibt es bestimmt noch irgendwo Age of Enchantments hier. Sein mal cast created non-pickaxe head to start upgrading tools. Dafür muss ich erstmal checken, was ich tue. Dafür müsste ich Crafts Armory Station to begin Custom Armor. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss doch hier. Wie mache ich den Cast? How? Irgendwo muss ich. Es kann doch nicht sein. Liters of Cola. Cola? What the fuck? Genau, wir sind hier jetzt Long Live and Processor. Accepting the true power obtained in energy accepted. You don't need an controller for your system. There are no channels. Silicon Valley, obtain a silicon press, obtain a logic press. Under pressure, obtain an engineering press. Obtain terminal. Craft an applied energistic energy cell. In case your system loses power, use this block in your network to act as a buffer. Your system will have extra time before shutting down. In pocket book. Und Prestige Point. Was ist jetzt all of all the things? OMG lol. Nothing. What the fuck? Ja, ich muss irgendwie das mit dem Pass schaffen. Brauche ich denn nicht für irgendwie Brass oder wie war das? Ich muss doch das jetzt irgendwie nutzen. Dafür wäre ich so ein Tinker's Construct Boot. Ganz cool. Tinker's Construct. Irgendwas ist hier doch schief. Silver Great Brick. So. Crafting Station brauche ich nicht. Stencil Table habe ich. Pattern Chest. Pattern Part. Tool Forge. Dieses aber ernsthaft, wo zum. Aus was ist der gemacht? Aus was? Claycast. Das ist ein Claycast und das ist ein. Dafür muss ich, für einen Claycast muss ich ja irgendwie das erstmal machen. Also irgendwie muss ich diesen Kopf herstellen. Kann ich, warte mal, blöde Frage, aber ich kann doch bestimmt, wenn ich diesen blöden Kopf hab, dann das Material hier rein. Haha, ich bin doch nicht doof. So, und dann kann ich bestimmt mit Kupfer das mir einfach brennen. Problem ist, ich habe so viel Zeug drin, dass bis der hier durch ist, noch 40 Jahre vergehen.
der braucht noch eine Zeit, bis der fertig ist. Die brauchen eine Ewigkeit. Oh, das kann echt ewig dauern. Clay. Jetzt kann ich Clay rein theoretisch schmelzen. Ich nehme mal hier so ein bisschen Clay Amber. Schmeiß das einfach hier rein. Cannot be molten. Okay, blöde Frage. Wie wird dann Molten Clay gemacht? Molten Clay. Clay Amber gehört da nicht dazu. Nice. Wenn ich jetzt dich verwende, dann geht das, oder was? Aha. Wait. Oh, oh. Ich habe so eine Vermutung gerade. Wir sind vollgelaufen. Shit. Was ist jetzt aktuell das größte, was... Oh, ja. Nö, nicht schon wieder. Das ist frustrierend, wisst ihr das? Großen... große weitere Kiste erstmal als Backup. Ne, warte mal, ihr seid normal. Die wird aber auch instant voll, das ist richtig ungut. Ja, ich muss wahrscheinlich mal mehr Dings machen. Noch mehr Kisten einfach produzieren, denke ich, damit wirklich mal. Resulting fluid is different than fluid in melter. Dein Scheiß ernst? So, dann soll das jetzt mal schnell schmelzen. Dann kann ich doch bestimmt hier auch so eine blöde Ingot-Form machen, oder? Was ist das für eine? Sein. Oder kann ich wahrscheinlich einfach ein Ingot verwenden und dann drüber schmelzen, ne? Das sollte ich mal ausprobieren dann. Aber das ist doch eine Katastrophe, ey. So. Das braucht auch Ewigkeiten. Habe ich noch einen? Geht jetzt schnell. Wie schaut es hier eigentlich aus? Oh, gleich noch eins. In case of emergency. Ich hätte gerne einen Rocket. Oder auch zwei. Damit ich mir mal schnell von unseren Lagern hier Lava stehlen kann. Ah, schau an. Jetzt ist es voll. Ja, schau dir das an. Fein, 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 fein. So brauchen wir das Chiselhead aus Clay. Und wenn ich jetzt das in den Inscriber tue, wie war das dann? Applied. Cobblestone. Hä? War das nicht die Anleitung, die ich hatte? Cobblestone Circuit.
im Inscriber. Ah, ich brauche wahrscheinlich den normalen Chiselhead. Und der wird mit Gold gemacht. Shit. Okay. Ja. Das ist nicht so wichtig. Ich brauche Gold, bitte. Ich habe fast kein Gold mehr, Scheiße. Aber, warte mal, ich kann ja aus dem Rest Gold schmelzen, wenn ich mich nicht irre. Dann hol ich mir nochmal so einen blöden Head. Und nochmal so einen blöden Kopf. Scheiße gebaut. Ah, warte mal. Nee, stopp, zurück. Vielleicht hatte das Ding sogar noch dabei. Hoffentlich aufgefallen oder so. Chiselhead. Das reicht nicht mal ansatzweise aus. Aber gleich reicht's. Komm schon. Das schaffen wir noch in der Folge. Es funktioniert. Oh mein Gott. Nice. Brauchen wir bloß mehr Gold. Wie fehlt noch? Oh Gott. Die Hälfte fehlt noch. Kann ich einfach schnell einen... Vergiss jedes Mal, wie das scheiß Ding heißt. Da, so ein Hopper nehmen. Den Hopper hier so seitlich anschließend, einfach dich da reinschmeißen. Damit du das automatisch nachschmilzt. Oh, come on. Ich brauch mehr. Ich hätte doch noch einen Goldbar. Soll ich den echt nehmen jetzt? Den Goldbar. Der ist halt mehr auf einen Schlag. Braucht halt dementsprechend auch länger, aber wenn das durch ist, sollte das auf jeden Fall mehr sein. Capacity 16 Ingots, 1 Ingots, jetzt hat. Komm schon. Ich will sehen, dass es funktioniert für diese Folge, dann sind wir nicht schon einen Schritt weiter. Holy shit, yes, es funktioniert. Oh, ist das schön. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.